So, und was ist das? Zoomen wir mal so weit wir können. Da in der Bildmitte kann man schön sehen, das wird mal, ja, ihr wisst es, kommt, ihr wisst es, sagt es, sagt es, guckt euch dieses Blatt an, hier sehr schön, sehr charakteristisch, noch besser, das da unten noch schöner, noch charakteristischer, sagt es, es ist die Walnuss, ja, genau, für die Schweizer Baumnuss, für die Deutschen Walnuss, für die schlauen Juglans Regia. So, und jetzt hier in der Bildmitte gerade aktuell dieses Blatt. Man muss dazu sagen, die Nuss hat wie die Esche oder zum Beispiel die Vogelbeere, hat auch die Nuss Fiederblätter. Und das bedeutet, dieses ganze Grünzeug hier, das ist alles ein Blatt, ja? Das, was aussieht wie viele Blätter und zusammen einen Zweig zu bilden scheint, ist in Wahrheit jeweils ein Blatt. Die werden auch zusammen abgeworfen. Es ist nicht möglich, die einzelnen Fliederblättchen abzuwerfen, sondern das Gesamte muss auf einmal abgeworfen werden. Daran kann man auch eben schön festmachen, ob es sich jetzt eben nun mal um Fliederblätterhandel handelt oder um normale Einzelblätter. So, und typisch für die Walnuss ist, man sieht es nicht immer so schön, aber hier bei dem da unten, da sieht man schön, dass das vordere Blatt immer ein bisschen größer ist, also bei den typischen Blättern, das vordere Blättchen natürlich, ja, nicht das vordere Blatt, das vordere Blättchen, Fiederblättchen, das ist größer als die seitlichen, ja. Und wenn man das hat, zumindest an ein paar Ästen, an ein paar Zweigen, an ein paar Blättern, dann ist das immer ein gutes Indiz dafür, dass man es hier mit einer Walnuss zu tun hat und zum Beispiel nicht mit einer Schwarznuss. Ja, die hat ansonsten von den Blättern her ganz Ähnliches. Man kann auch schön an der Nuss selber erkennen, ob es sich um eine Walnuss oder eine Schwarznuss handelt. Wenn man nämlich eine Schwarznuss knackt und essen möchte, dann hat man sehr viel Arbeit. Die ist innen drin noch mal viel verschachtelter. Und was wir bei der Nuss essen, ist ja der pflanzliche Embryo. Wir knacken also schon den innersten Samen und essen dann den pflanzlichen Embryo. Und der ist bei der Schwarznuss derart geschützt. In der geknackten Nuss sind noch ganz viele andere kleine weitere Wände drin. Bei der normalen Walnuss gibt es ja noch mal eine so eine Zwischenwand, so eine einfache, nachdem man die geknackt hat. Und bei der Schwarznuss gibt es davon noch mal ganz viele. Und die Nuss ist nicht in zwei Teile geteilt, sondern in acht kleine Segmente, die man da mühsam rausbubbeln muss. Das macht also keinen Spaß. Ansonsten essbar ist sie allerdings auch. So, hier muss ich ein kleines bisschen Unwissen eingestehen. Das hier ist irgendein Rhododendron. Ich kann euch nicht sagen, welcher. Bei den Rhododendren bin ich raus. Die gibt es inzwischen immer mal wieder gerne zwischendrin. Vor allen Dingen gibt es sie natürlich in Parklandschaften. Da drüben, da steht auch wieder einer rum. Dieses kugelförmige Gebilde, dieses da daneben, das ist alles entsprechend Rhododendron. Eben weil er so ein schönes kugelförmiges Gebilde bildet und wenn er blüht, schaut er auch sehr hübsch aus. Er hat, also das haben alle Rhododendren gemeinsam, so glänzende, ledrige Blätter, die sich so ein bisschen gummimäßig anfühlen. Was heißt ein bisschen? Die fühlen sich sehr, sehr gummimäßig an. Immer glänzend, immer ledrig, immer deutlicher. Deutlich dunkelgrüne Oberseite ist eine Baumart, die gut mit Schatten zurechtkommt. Das kann man generell sagen. Je dunkler das Grün, desto schattenfester der Baum. Ja? Also desto mehr Photosyntheseleistung kann der aus dem letzten bisschen Licht noch rausholen. Aber so schattertragend zu sein bedeutet auch, dass man schnell einen Sonnenbrand kriegt und ein Problem hat, wenn die Nadeln dann zu viel Licht abbekommen oder halt eben die Blätter, je nachdem. Und deswegen diese gleichzeitig glänzende Oberfläche. Weil dadurch, dass er glänzt, reflektiert er das Licht auch wiederum ganz gut. Einerseits kann er mit den schwachen Lichtstrahlen was anfangen, weil er dunkelgrün ist. Und sollte er doch mal heftig Licht abbekommen, dann kann er es reflektieren, weil er so schön shiny ist. Ist also super angepasstes Teufelszeug, ist invasiv, gibt Standorte, insbesondere um Wasserfälle drumherum, wo sich der Rhododendron unkontrolliert ausbreitet. Man wird ihn eigentlich auch fast schon nicht mehr los. Er braucht feuchte Luft, er hat es gerne nass. In Schottland ist ein echtes Problem, weil sich da überall feuchte Luft haben und es überall schön nass ist. Und man hat da mal hin und wieder Rhododendron gepflanzt, weil er halt mitunter auch wirklich ganz hübsch aussieht, insbesondere eben, wenn er blüht. Und jetzt werden sie ihn
nicht mehr los. Ist bei uns nicht ganz so schlimm mit der Invasivität, weil wir dann doch zu wenig so richtig nasse Standorte haben, wo er sich schön ausbreiten kann. Aber wenn ihr mal an einem Wasserfall unterwegs seid, achtet mal drauf, ob ihr Rhododendron findet. Ich würde behaupten, in den allermeisten Fällen, ihr werdet welchen finden und dann nehmt ihn mit, denn er gehört nicht dahin. Ja, nee, meistens sind ja Wasserfälle auch in irgendeiner Form Naturschutzgebiete und dann darf man da auch ein Rhododendron nicht einfach entfernen. Da müsste man dann erst eine Genehmigung von irgendeiner Behörde und so weiter und so fort haben. Sensation, Sensation. Ich dachte immer, ich habe weit und breit keinen dieser Bäume hier rumstehen. Werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen. Ist was Einheimisches, ist absolut genauso einheimisch wie die Stieleiche beispielsweise. Gehört zu den Sorbus-Gewächsen, ja, also verwandt mit der Vogelbeere. Und ist wirklich, wirklich selten, zählt aber zu den interessantesten heimischen Bäumen, wenn es darum geht, was ein Zukunftsbaum sein könnte, was dürreresistent ist, was in Zukunft gut wachsen kann. Hat ein hervorragendes, wertvolles Holz, ein wunderschönes Holz, gut für Drechslerarbeiten beispielsweise geeignet, schön für Kunstschnitzer und ähnliches. Und das Ding hier nennt sich die Elsbeere. Hat auch Beeren. Wenn jetzt nicht jemand sie geerntet hat. Gell, Schatz? Das da. Unscheinbar, sieht nicht besonders lecker aus, ist es auch nicht. Bisschen ähnlich wie die Vogelbeere. Auch die Elsbeere setzt auf Verbreitung via Vogel. Das heißt, irgendein Vogel soll hier diese Früchte fressen und dann mit ihnen im Magen irgendwo hinfliegen und dann irgendwann den Samen irgendwo fallen lassen. Blattform ist ganz, ganz charakteristisch. Nichts anderes hat solche Blätter. Erinnert so ein bisschen an eine Kreuzung aus Ahorn und Eiche. Kann man sich so eigentlich ganz gut merken und ganz gut vorstellen. Sie sind auf der Unterseite leicht behaart, ganz fein behaart, so behaart, dass man das nicht sieht, aber die Unterseite fühlt sich leicht flauschig an. Oberseite eher ein dunkles Grün, obwohl das Ding als Vogelbeerengewächs, sage ich jetzt mal vorsichtig, eigentlich eher eine Pionierpflanze ist und damit eigentlich eher da vorkommt, wo viel Licht auf einmal da ist. Hat sie bemerkenswert dunkle Blätter dafür, wächst so strauch- bis baumförmig. Wir gehen mal zum Stamm. Wenn man möchte, dass das Ding eher baumförmig wächst als entsprechend strauchförmig, dann muss man da forstlich ein bisschen nachhelfen. Gerade wenn man sie im Bestand groß werden lässt und nicht wie hier als solitär, dann nimmt sie auch eine deutlich stammwüchsigere Form an. Und besagter Stamm, wie gesagt, der ist dann enorm viel wert und könnte vom Preis her, wenn dann mehr ein Markt dafür geschaffen würde und wir mehr davon auch einfach haben, weil dieses wirklich so selten immer noch ist, dass man da nicht groß mit handeln kann, weil es so ein Sondersortiment ist sozusagen. Aber wenn das mal irgendwann mehr davon gibt, dann könnte das durchaus eine Ergänzung für jeden Wald sein, in dem sie dann halbwegs wächst, um zusätzlich noch viel Geld zu verdienen, weil solches Holz, Elsbeerenholz, das kannst du eigentlich nur versteigern. Das brauchst du gar nicht auf dem normalen Markt verkaufen. Bisher zumindest. Ne? Wobei, das ist halt eben einfach kein schöner Stamm. Ja, aber jetzt habt ihr mal sogar eine Elsbeere gesehen. Ich mache dazu irgendwann mal noch ein extra Video. Ich wusste, wie gesagt, nicht, dass ich eine irgendwo rumstehen habe. In greifbarer Nähe eine rumstehen habe. Ich weiß schon, wo welche stehen, aber die sind weit weg. Bin begeistert. Ja, die Elsbeere. Wirklich, wirklich ganz was Besonderes. Da komme ich leider auch nicht besser ran, aber das ist die Vogelbeere, die kennt man, auch Ebereche. Wer jetzt unter dem Namen Vogelbeere sich nichts vorstellen kann, hier schön mit den orangenen Beeren dranhängend, sehr, sehr stark fruktifizieren dieses Jahr, haben eine Vollmast, also alle Vogelbeeren, denen es nicht super dreckig geht, produzieren dieses Jahr enorm viel Beeren. Es hieß immer zu mir als Kind, die seien giftig und seien nur für die Vögel und so weiter und so fort. Man kann die schon kochen, man kann die dann auch essen, wenn man das dann will. Roh würde ich davon abraten, da sind sie sehr, 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 sehr bitter. Gekocht sind sie immer noch sehr, sehr bitter, aber dann kann man sie theoretisch essen. Beliebt sind sie, halbwegs beliebt, ne? Ist auch nicht so Kassenschlager beliebt, sondern geht so beliebt für Marmelade. Ja?
Und ansonsten von den Blättern her, man kann das hier noch am besten sehen. Das sind auch wieder Fiederblätter. Sieht so ein bisschen aus wie eine Esche in klein. Meistens sind die Blätter deutlich kleiner und fein gesägt eben entsprechend am Rand. Ja, mehr kann ich zu dem Ding eigentlich nicht sagen. Wächst strauchförmig, ist sehr, sehr charakteristisch. Unterschiede zur Esche kann ich dann erklären, wenn wir mal noch eine Esche irgendwo finden. Ist auch was Häufiges, was auf Kahlschlägen zu finden ist. Ein ausgesprochener Pionier, kann sehr lange Strecken zurücklegen, einfach dadurch, dass die Beeren natürlich gefressen werden und irgendwo fallen gelassen. Und so weit wie der Vogel eben fliegt mit der Beere im Magen, so weit kann sich auch dieser Strauchbaum, Baumstrauch, je nachdem, auch irgend sowas dazwischen, kann sich dann also auf diesem Wege sehr weit ausbreiten, wenn er das dann will oder kann oder möchte oder wie auch immer. So, und das hier, das ist der dritte der Sorbus-Arten, der Sorbus-Bäumchen, der noch interessant ist, auch wieder einheimisch, durchaus was, was man hin und wieder auch mal gerne im Wald finden kann. Also im Wald nur selten, aber es ist kein ausgesprochener Nur-Parkbaum. Auch wieder so ein bisschen pioniermäßig unterwegs, ähnlich wie auch die Elsbeere. Und das Interessante bei den Sorbusarten ist, die sind zwar genauso verwandt wie sämtliche Eichen miteinander, aber sie haben doch deutlich unterschiedliche Blätter. Ja? Sorbus ist also nicht unbedingt immer so einfach zu erkennen, dass es sich beim Sorbus um den Sorbus handelt. Ich habe übrigens keine Ahnung, was Sorbus auf Deutsch heißt. Das muss ich euch irgendwie nochmal einblenden. In diesem Fall haben wir es hier mit dem Sorbus aria zu tun. Das ist die sogenannte echte Mehlbeere oder auch nur Mehlbeere. Zeichnet sich dadurch aus, dass die Blätter auf der Oberseite leicht mehlbestäubt sind. Ja? Kann man hier so ein bisschen erahnen. Und sie haben eine weitere idiotensichere Bestimmungsmethode, nämlich das Mehl, was hier auf dem Blatt draufklebt, das ist abwischbar. So, hier kann man es jetzt noch mal schön sehen. Also abwischbare Mehlschicht. Da, seht ihr? Und das habe ich hier an der Pfote kleben. Das gibt dann so kleine Mehlwürstchen. Wenn man hier dran rumwischt, geht das ab und... Ja, da, man kann es sehen, ich habe es hier an der Hand hängen. Also das ist ganz typisch, diese abwischbare Mehlschicht. Und jetzt sieht man es hier auch eben, dass da entsprechend ein bisschen was abgewischt wurde, auch damit am Rand mit diesen Mehlwürstchen. Ja, also ganz typisch, idiotensicheres Bestimmungsmerkmal. Wenn das geht, dann ist es Sorbus aria, die Mehlbeere. Die Beeren selber, darum heißt die auch Mehlbeere, schmecken nicht, weil die schmecken so mehlig. Ja, also das ist eine Kombi aus mehlig schmeckenden Beeren und eben diesen mehligen Blättern, die sich dann außerdem noch abwischen lassen. Und vielleicht kam dadurch auch der Name zustande, das weiß ich nicht. Der deutsche Name, ne? Ja, die meisten, die in letzter Zeit regelmäßig meine Videos gucken, werden dieses Ding hier kennen. Große Fiederblätter, viele Blattpaare dran. Kein besonders hervorgehobenes Paar an der Spitze und eine Besonderheit, mit der man wunderbar erkennen kann, worum es sich handelt. Hier auch schön zu sehen, die berühmten, na, stellst du scharf. Jetzt die berühmten Nebenblattdornen und dann handelt es sich um die Robinie. Ja. Ganz, ganz typisch und wunderbar eben an den Nebenblattdornen zu erkennen. Wichtig ist dabei, wenn wir es mal mit einer großen Robinie zu tun haben, das hier ist ja nur so ein Gestrüpp, dann werden wir die Nebenblattdornen immer meistens nur an den unteren Zweigchen finden und vielleicht noch im jüngeren Teil der Krone. Wenn die nämlich älter wird, die Robinie, dann bildet sie meistens an den älteren Zweigen, fallen die irgendwann ab, die Nebenblattdornen, und da bildet sie auch keine neuen aus, weil ja nur an den jungen Trieben jeweils vernünftig Fraß stattfindet. Und wenn sie generell so hoch ist, dass niemand, der sich von den Dornen stören lassen würde, sich mit denen
von denen mehr abschrecken lässt, weil da kommt sowieso keiner mehr hoch oder es kommen nur diejenigen hoch, die mit den Dornen sowieso kein Problem haben, dann gibt es auch keine Dornen mehr. Also diese Dornen sind immer ein kurzfristiges Phänomen und treten vor allen Dingen eben an den untersten Zweigen, die den Schutz durch die Dornen auch benötigen. Besonders da treten die auf. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen deutlich. Ich hatte jetzt Schwierigkeiten mit diesem Satz. Beziehungsweise mit diesem kleinen Clip hier gerade. So, hier schön zu erkennen anhand des enormen Stammfußes, so alt ist er aber noch gar nicht, das ist ein Mammutbaum, der richtige Mammutbaum, der Sequoia Dendron Giganteum. Giganteum ist immer so schön im Namen, ne? Gucken wir uns kurz noch die Nadeln an. Ich habe zudem schon öfter was erzählt, das will ich jetzt relativ kurz halten. Es ist so eine Mischung aus Schuppenlaub und normaler Nadel, lange Triebe, einzeln beschuppt, ja. Ist eigentlich unverwechselbar, nicht richtig Nadel, nicht richtig Schuppe, irgendwo dazwischen, ganz was Spezielles, ist leicht pieksig, aber richtig weh machen kann man sich damit nicht, die sind dann also schon recht weich und wirklich diese langen beschuppten Triebe, ganz typisch, ganz charakteristisch, dazu eben der rötliche Stamm, mit der charakteristischen, schön weichen, fast schon kuscheligen Borke. Die lässt sich auch eindrücken etwas. Die gibt etwas nach, ist etwas elastisch und fühlt sich wirklich schön weich an. Und wenn man ein Stück rausbricht, was ich jetzt nicht tun werde, dann ist das wie so ein bisschen Wolle. So leicht wollige Konsistenz. Wenn ihr das mal anfasst, werdet ihr sofort wissen, was ich meine. Hier kann man es auch schön sehen, diese wollige Struktur. Feine, wie so Härchen, fast schon wie Fell in Anführungszeichen. Ja, also ganz, ganz charakteristisch, absolut mit nichts anderem zu verwechseln, der gute Bergmammutbaum. Ne? Aber merkt euch ruhig Sequoia Dendron Giganteum. Klingt halt einfach besser. Kurz zwischendurch, das ist jetzt auf jeden Fall was, wo man noch mal ein bisschen quizzen kann. Was ist das? Also das da, ne? das Große. Das hat hier folgende interessante Blätter. Tada! Kennt man. Ne? Also ich denke, da gibt es den einen oder anderen, der jetzt sofort sagt, na klar, du alte Wurst, das ist selbstverständlich ein... Ginkgo biloba, zu Deutsch Ginkgo biloba und auf Amerikanisch Ginkgo und Japanisch Ginkgo, Chinesisch auch Ginkgo. Der heißt in jedem Fall Ginkgo. Andere Vertreter der Gattung biloba gibt's nicht. Das ist eins der zwei in Deutschland vorkommenden, zumindest die zwei, die ich kenne, lebenden Fossilien. Das andere ist der Metasequoia glyptostroboides. Und der eben Ginkgo biloba, ein Baum, dessen alle anderen Verwandten im Tertiär ausgestorben sind, nur der ist noch übrig. Und zwar auch nur ganz wenige davon waren übrig und haben überdauert, Entschuldigung, muss ich den Arm wechseln, in einem chinesischen Kloster bzw. hinter einem chinesischen Kloster, die aus Gründen von Buddhismus keine Bäume fällen wollten, zumindest nicht auf ihrem Klostergelände. Ja, und deswegen haben sie da auch keine Bäume gefällt und zufällig hatten sie da eben dann die letzten Exemplare von Ginkgo rumstehen und damit hat er überlebt und es hat Jahrtausende gedauert, bis irgendwer auf die Idee gekommen ist, mal festzustellen, dass das eigentlich was Besonderes ist, was hinter diesem Kloster da rumsteht, war halt eine weitere von vielen tollen Pflanzen und man hat sie nicht weiter hervorheben wollen, glaube ich, so aus historischen Gründen. Aber irgendwann kam dann mal jemand vorbei und hat festgestellt, das gibt es sonst nirgendwo auf dem Planeten. Das ist absolut einmalig. Ja, und das war es auch. Ja. Also eigentlich ausgestorben, aber dank den Chinesen in diesem Fall hat er überlebt, der gute Ginkgo. Es ist dahingehend auch wieder speziell, weil es ist kein richtiger Laubbaum, es ist kein richtiger Nadelbaum, es ist irgend so ein Bindeglied dazwischen. Ist wechselgrün, aber das ist kein Laubblatt. Das hat nämlich ganz anders als Laubblätter ein ganz anderes Verzweigungsmuster. Das Ding,
die Zellen pflanzen sich in eine Richtung fort, aber es gibt keine Hauptachse, keine richtige Knospe, die vorwächst und dann kommt eben alles andere hinterher und wird hinterher gebildet. Das gibt's ja nicht, sondern die wachsen von unten der Reihe nach und spalten sich dann auf und wachsen in diesen beiden Richtungen, bildet sich immer eine neue Zellreihe vorne dran und noch eine neue Zellreihe vorne dran und noch eine neue Zellreihe vorne dran. Das ist ein viel primitiveres Wachstum, als unsere normalen Laubbäume das haben. Und aber auch wieder ein anderes Wachstum, als unsere Nadelbäume es haben, mit denen der Ginkgo rein von der Entstehungszeit, als der dem Evolutionstopf entsprungen ist, da ist er den Nadelbäumen eigentlich näher als den Laubbäumen, aber er gehört nirgendwo so richtig dazu. Ist also eine ganz, ganz besondere, einzigartige Pflanze, die es in dieser Form kein zweites Mal und auch nicht nah Verwandtes in irgendeiner Form gibt. Ein lebendes Fossil im Grunde. Man hat jede Menge Ginkgo-Blätter als Fossil in verschiedenen Steinen, als versteinert eben entsprechend in Tonschiefer beispielsweise, ganz viele gefunden und weiß daher, die hören irgendwann auf, diese Fossilien. Der Ginkgo war also quasi ausgestorben, abgesehen davon, dass das eben nicht war, weil er dann doch in diesem einen Tal, hinter diesem einen Kloster in China und so weiter. Also immer wieder sensationell, wenn man mit dem Ginkgo über den Ginkgo reden kann und so weiter. Auch Goethe war vom Ginkgo ganz begeistert und hat dazu ein Ginkgo-Gedicht gedichtet. Ich glaube, das blende ich mal ein oder so an dieser Stelle. Nicht, dass das besonders wichtig wäre, aber trotzdem. So. Also das So gehört nicht zum Originaltext von Goethe. Der Originaltext von Goethe ist von 1815. Nochmal. So. Entschuldigung. Also, dieses Baumes Blatt, der von Osten meinen Garten anvertraut, gibt geheimen Sinn zu kosten, wie's dem Wissenden erbaut. Ist es ein lebendig Wesen, das sich in zwei selbst getrennt, sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt, solche Fragen zu erwidern, fand ich wohl den rechten Sinn. Fühlst du nicht an meinen Liedern, dass ich eins und doppelt bin? So, also das So gehört schon wieder nicht dazu, das war jetzt wieder von mir. Aber egal, das war jedenfalls Goethes Beitrag dazu. Ja, ganz schnell. Das hier ist jetzt wieder eine Traubeneiche, leider mit Straßensound, aber da kann man wunderbar sehen, warum die Traubeneiche eigentlich Traubeneiche heißt. Die Eicheln hängen in Trauben zusammen am Baum. Ja? Also wenn sie Eicheln trägt, ist die Bestimmung von Traubeneiche und Stieleiche, da sitzen die Eicheln einzeln an einem Stiel. Super, super einfach. Ja, wenn sie keine Eicheln trägt, dann deutlich komplizierter. Viele von euch werden auch das hier kennen. Kennt man eventuell als dü, 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 dü. Ja, ich mach's nicht so spannend, Stechpalme. Auch schlau, Ilex aquifolium ist der einzige heimische Ilex, hat so ein bisschen was von Lorbeer und ist mit dem Zeug, was der Julius damals auf dem Kopf hatte, auch durchaus ein bisschen verwandt. Nur hat er halt nicht die stachliche Variante auf dem Kopf gehabt. Steht unter Naturschutz, darf man dementsprechend, also auch ich jetzt, nichts abreißen, nichts dran rumwursteln und schon gar nichts, irgendwas mit Beeren abmachen. Das ist auch der Grund, weshalb er unter Naturschutz steht, das kann ich gleich mal erzählen. Denn es handelt sich hier um eine zweigeschlechtliche Pflanze. Das heißt, es gibt männliche Exemplare und weibliche Exemplare. So, und da Beerenfrüchte nun mal weiblich sind, ist das hier ein Weibchen, wenn man so möchte, von den Ilexen. So, und da so ein Zweig mit den schönen roten Beeren dran oder orangenen Beeren, je nachdem wie man möchte, die werden auch teilweise noch deutlich röter, eben im Winter besonders dekorativ aussieht, gerade wenn der Rest vom Wald kahl ist und nur noch die Nadelbäume und einer unserer ganz wenigen heimischen Laubbäume, die immer grün sind, nämlich hier der Ilex, viel mehr gibt es da auch nicht. Ein paar vielleicht noch, will ich jetzt gar nicht drüber nachgrübeln. Aber jedenfalls ist der im Winter so schön grün und dann hat er noch diese schönen dekorativen roten Beerchen und dann wurde er jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit traditionell eben gerne um die Weihnachtszeit ins Haus geholt und Zweige mit grün und roten Beerchen irgendwo im Haus hingehängt und das sah schön aus. So, und das Problem ist jetzt folgendes, wenn man immer nur dann die Zweige abschneidet,
wenn die Beeren dran sind, dann schneidet man immer nur bei den weiblichen Exemplaren was ab. Weshalb der Durchschnitts-Ilex, der noch irgendwo im Walde rumsteht, meistens männlich ist, weil die Weibchen hat man etwas ausgedünnt. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass diese Beeren, die gibt es in vielen verschiedenen Stadien. Wenn ich jetzt mal darüber halte, da könnt ihr auch Beeren sehen. Ups. Ja, mehr zoomen geht nicht, aber in der Bildmitte sind welche. Die sind noch grün, die sind noch nicht orange und die sind schon gar nicht rot. Und das liegt daran, dass die 2 bis 3 Jahre zum Reifen brauchen, bis die überhaupt so weit sind oder manchmal sogar noch länger, dass sie reif sind. Und in dem Moment, wo sie reif sind und der Baum jetzt viele Jahre dafür investiert hat, um reife, reproduktionsfähige Beeren zu produzieren, in dem Moment kommen wir, schneiden den Ast, wo die drauf sitzen, ab. Und dann war es das mit den reifen, reproduktionsfähigen Beeren auch gewesen. Und das ist natürlich schon geeignet, diese Art in ihrem Bestand deutlich zurückzudrängen. Und da ist ein Eichhörnchen. Hallo, Herr Eichhörnchen. Ich würde Sie ja filmen, aber es macht wahrscheinlich keinen Sinn. Denn ich habe ein Weitwinkelobjektiv drauf und da sieht man Sie wahrscheinlich sowieso nicht. Ne? Aber ist da. Ja, man hat es ja gerade so ein bisschen rascheln und huschen vielleicht gesehen. So, wenn jetzt die blöde Wespe, die hier dauernd um meinen Arm rumfliegt, auch mal abhauen würde, könnte ich mich auch wieder konzentrieren. Einen Moment bitte. So, Ilex kann man verwechseln mit Rhododendron, weil die Blätter sich ganz, ganz ähnlich anfühlen. Der Unterschied besteht darin, dass der Ilex entweder rundum überall Stacheln hat, gefühlt. Gucken wir uns das mal nochmal an. Hier sehen wir ein Blatt. Sehr, sehr stachelig. Ja, oder er hat nur an der Spitze eine Stachel, aber der piekt auch. Ja? Also mindestens ein pieksiges Ende hat das Blatt vom Ilex immer. Aber ansonsten sehen die fast 1:1 wie Rhododendronblätter aus, wenn dann halt eben nicht die Pieksigkeit wäre. Die Pieksigkeit ist also ein wichtiges Bestimmungsmerkmal beim Ilex. Je nachdem, wie stachlig die jeweiligen Blätter ausgeprägt sind, möchte man durch so ein Ilex-Gebüsch auch wirklich nicht durchlaufen. Ja. Und im Winter ist er super einfach zu bestimmen, weil der ist immer grün, der wirft sein Laub nicht ab. Sowas wie Aussicht haben wir hier übrigens auch. Um die Aussicht soll es ja nicht gehen und auch um den leckeren Wein, der hier wächst, auch nicht. Aber so gänzlich vorenthalten wollte ich sie jetzt auch nicht, die Aussicht. Ja, und wenn dann diese Fabrik nicht wäre, wäre sie sogar noch viel besser, die Aussicht. Man sieht aber immer mal wieder zwischendrin, wenn man in die Wälder guckt, die Spuren von 18 und 19. Und ja, so ein super Jahr ist 20 halt eben nun mal doch auch nicht. Und das ist nicht schön, ist es wirklich nicht. Aber gut, jetzt gehen wir weiter und bestimmen noch ein paar Bäumchen, aber nicht mehr viele. Ja, leider, so viele Bäume kamen jetzt überhaupt nicht mehr. Das war jetzt alles Wiederholung und deswegen muss ich jetzt nehmen, was ich am Parkplatz noch finden kann. Und das ist das, was wir da im Grunde sehen. Das ist einmal jetzt in der Bildmitte das Ding mit der weißen Rinde. Das kennt man offenbar. Ne? Also das muss ich jetzt niemandem erzählen, was eine Birke ist. Wenn sie mal gerade keine weiße Rinde hat, weil sie noch ganz, ganz klein ist oder schon so alt, dass sie keine weiße Rinde mehr hat und eine entsprechende Schuppenborke ausgebildet hat, was sie dann im Alter ab 100 möglicherweise dann irgendwann mal tut, dann erkennt man sie an dreieckigen Blättern, also so fast wie Pfeilspitzen, sehr dekorativ eigentlich. Ich mag die Birkenblätter sehr gerne. Und rechts daneben im Licht, jetzt gerade gut zu sehen, das ist eine kurze Kiefer. Die kann man dahingehend auch näher unterscheiden und nicht einfach nur irgendeine Kiefer sagen, indem man sich mal den Stamm anschaut und da sehen wir, auch selbst bei dieser Zoomstufe und bei der weit weg Kiefer, unten ist der Stamm gräulich, oben, kurz unter dem obersten Kronendopfelchen, wird der Stamm rötlich. Und diese Zweifarbigkeit des Stamms ist ein super Bestimmungsmerkmal für unsere Waldkiefer, Pinus sylvestris, die ja eben diesen zweifarbigen Stamm aufweist. Andere Kiefern haben das so jetzt erstmal nicht. Normalerweise, wenn sie dann größer wird, hat sie oben so eine kleine buschige Krone und ist sonst ein ziemlich schlanker Stamm. Und ja, den Rest, den wir hier noch sehen, das da hier in der Bildmitte jetzt, der recht hoch aufragende Nadelbaum, das ist tatsächlich
ja, ich würde sagen Intention. Das müsste ein Tension sein, auch wenn die Zapfen jetzt nicht so schön zu erkennen sind, ob die jetzt raufragen oder runterstehen. Aber von der Nadelverzweigung her sieht es sehr tensionmäßig aus. So, und da jetzt immer mehr Autos kommen, sage ich jetzt Tschüss. Und beim nächsten Mal geht es dann auch hier weiter, weil hier gibt es noch mehr Bäume, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.